Auch in der Neujahrsnacht hat Russland die Ukraine aus der Luft angegriffen. Nach ukrainischen Angaben mit sogenannten Kamikaze-Kampfdrohnen. Im Süden und Osten des Landes sowie in Kiew wurde Luftalarm ausgelöst. In einer Videoansprache erklärte Präsident Selenskyj, einem terroristischen Staat werde nicht vergeben. Sein einziger Wunsch für alle Ukrainerinnen und Ukrainer für das Jahr 2023 sei der Sieg im Krieg gegen Russland. Zerstörung rund um den Jahreswechsel in der Ukraine. In der Hauptstadt wurden bei den russischen Angriffen unter anderem Wohnhäuser und ein Hotel getroffen. Trotz der Raketen und nächtlicher Ausgangssperren treffen sich am späten Abend Menschen, nicht ganz legal, zum Feiern in einer Kiewer Bar. Die Explosionen waren beängstigend. Ich habe meinen Freunden geschrieben, dass ich Angst habe, gar nicht in Neujahrsstimmung bin. Und sie haben mich alle darin bestärkt, nein, wir ziehen das durch, wir feiern das neue Jahr, wir haben das geplant und sie werden uns das nicht nehmen. Um kurz vor Mitternacht gucken sie alle die Neujahrsansprache des ukrainischen Präsidenten. Selenskyj wünscht sich und seiner Bevölkerung den Sieg und will 2023 zum Jahr der Rückkehr machen. Rückkehr auf unser Land. Die vorübergehend besetzten Gebiete werden für immer frei. Rückkehr zum normalen Leben, zu den glücklichen Momenten ohne Ausgangssperren, zu Freuden ohne Luftalarm. Nur eine halbe Stunde nach dem Jahreswechsel ertönt ein neuer Luftalarm im gesamten Land. Über mehrere Stunden sind heftige Explosionen zu hören. Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte soll die Flugabwehr in der Neujahrsnacht 45 iranische Kampfdrohnen abgeschossen haben. Und wir schalten nach Kiew zu unserem Korrespondenten Wassili Golot. Ja, Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht erneut angegriffen, wieder mit Drohnen, haben wir gerade gehört. Was ist darüber im Detail bekannt und wie hat die Ukraine reagiert? Es ist natürlich ein massiver Angriff, ein weiterer massiver Angriff, muss man sagen. Es ist die Fortsetzung dessen, was wir in den vergangenen Tagen beobachten und auch erlebt haben. Russland nimmt keine Rücksicht darauf, dass Feiertage sind. Russland führt diesen Angriffskrieg unentwegt weiter. Und dementsprechend waren die Menschen darauf vorbereitet. Es gab Warnungen und trotzdem ist es natürlich so, dass in einer solchen Nacht, wo man gemeinsam friedlich das neue Jahr begrüßt, solche Attacken natürlich nochmal eine neue Dimension bekommen und das Ziel haben, die Moral der Menschen weiter zu brechen. Ja, Sie sagen es, die Angriffe auf die Ukraine ziehen sich über den Jahreswechsel. Wie haben die Menschen in Kiew und in der Ukraine trotzdem das neue Jahr begrüßt? Das Neujahrsfest ist eines der wichtigsten für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Normalerweise wird es friedlich gefeiert im Kreise der Familie. Es wird über den Tag gemeinsam gekocht. Das Essen wird vorbereitet. Das war gestern am Silvestertag nur teilweise, nur eingeschränkt möglich, weil es auch dort über Stunden Luftalarm gegeben hat im gesamten Land. Und dennoch haben sich Familien zusammengesetzt. Es gab Situationen, dadurch, dass es ja eine Sperrstunde gibt und man nicht raus kann in Kiew beispielsweise zwischen 11 Uhr abends und 5 Uhr morgens, dass die Menschen um Mitternacht aus den Fenstern sich gegenseitig zugejubelt haben. Da gibt es Bilder. Und natürlich gab es, wie gerade im Beitrag gesehen, Situationen, dass Menschen sich nicht ganz legal versammelt haben in Kellern, die sie gemietet haben und dort Partys gefeiert haben. Denn das war die wichtigste Botschaft, die wir mitbekommen haben von den Ukrainerinnen und Ukrainern. Sie sagen, wir lassen uns die Freude auf das neue Jahr. Wir lassen uns unsere Freiheit, unser Freiheitsgefühl nicht nehmen, nicht von diesen Angriffen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat ja gestern ein Handyvideo veröffentlicht und sich unter anderem an die russische Bevölkerung gewandt. Und dabei hat er eine deutliche Botschaft gesendet Richtung Putin und an alle, die den Krieg mitverantworten. Was hat er da im Detail gesagt?
Es war ein Video, das anders als die Neujahrsansprache nicht geplant war. Es ist ein Handyvideo, das als Reaktion veröffentlicht wurde auf die massiven Raketenangriffe. Selenskyj hat sich auf Russisch an die Bevölkerung in Russland gewandt, hat gesagt, dass dieser Krieg, diese Angriffe, die ausgeführt werden, nicht dazu da sind, um irgendwelche historischen Ziele zu erreichen, von denen Wladimir Putin immer spricht, sondern sie seien nur dazu da, um die Macht einer einzelnen Person, nämlich die Macht von Wladimir Putin, weiter zu sichern. Er hat sehr deutliche Worte gewählt. Er hat sich auch auf Putins Neujahrsansprache bezogen, hat gesagt, dass er einerseits so tut, als würde er gemeinsam mit dem Militär irgendwas bewirken. In Wahrheit verstecke er sich hinter dem Militär. Er verstecke sich hinter den Raketenangriffen und verstecke sich hinter den hohen Mauern des Kreml. Also sehr deutliche Worte, sehr klare Worte auf russischer Sprache. Dann kommen wir noch mal auf die Neujahrsansprache zu sprechen. Wie blickt Selenskyj auf das Jahr 2023? Es war ein emotionaler Jahresrückblick, so würde ich das zusammenfassen. Selenskyj ist auf die einschneidenden Ereignisse des russischen Angriffskriegs eingegangen, hat Momente in den Köpfen der Menschen hervorgerufen, die jeder kennt, an die sich alle in der Ukraine erinnern. Und er hat eben nicht zu seiner Bevölkerung gesprochen, sondern er hat von wir, von uns gesprochen, hat ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, hat gesagt, dass das Jahr 2023 ein Jahr werden solle, das Jahr der Rückkehr, die Rückkehr zu einem normalen Leben, die Rückkehr zu den international anerkannten Staatsgrenzen der Ukraine. Also er hat trotz dieses schwierigen Jahres, vielleicht dem schwierigsten Jahr in der Geschichte der Ukraine, trotz dessen hat er Worte der Zuversicht gefunden und Worte, bei denen wir gesehen haben, dass sie bei den Menschen, bei der Bevölkerung in der Ukraine angekommen sind. Wassily Golod in Kiew, vielen Dank. Thank you.